Wir sind heute im Labor Müsle, Zahntechnik und Orthoplastiklabor GmbH hier in Pforzheim. Und ich habe heute meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier vor Ort. Wir machen heute eine Art Workshop, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lernen, wenn wir Reparaturen vor Ort im Fachgeschäft tätigen, wenn wir Schläuche wechseln, wenn wir mal etwas wegfräsen, wegarbeiten müssen, wenn es vielleicht Druckstellen gibt. Und das ist heute eines meiner größten Anliegen, dass wir eben unsere Mitarbeiter nicht nur im Studio, im Hörstudio, die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden, sondern eben auch mal direkt in einem Labor, in einer Werkstatt Hand anlegen. Und da dürfen Sie den ganzen Vormittag erstmal schauen, wie die Produktion vonstatten geht, dann aber auch selber Hand anlegen und mit der Fräse arbeiten, verschiedene Materialien kennenlernen. Wie halte ich das fest? Wie muss ich mit diesem Material umgehen? Und dafür sind wir heute hier beim Labor Müsle in Pforzheim. Also, hallo, ich bin der Philipp Müsle, bin Geschäftsführer von Labor Müsle Zahntechnik und Orthoplastik GmbH. Wir fertigen Orthoplastiker in allen Formen und Materialien, allen Arten, nach Kundenwünschen, individuell auf der Patient zugeschnitten und liefern selbstverständlich nach Deutschland und in alle europäischen Länder. Der Fabian ist auf mich zugekommen und hat gesagt, er möchte mal seine Mitarbeiter praktisch den Weg zeigen, wie Orthoplastik entsteht vom Abdruck vom Scan bis zur Endmontage, bis sie praktisch fertig ist. Und das war die Idee, dass ihr uns heute mal besucht. Einfach einmal, dass die Mädels oder die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von ihm im Laden eine Vorstellung kriegen, wie das alles funktioniert, weil da kann man dann auch ganz anders damit umgehen. Bei von der Bestellung angefangen, auch wenn man selber mal was, wenn man Hand anlegen muss an oder Plastik, ist das ganz anders. Und es ist einfach auch ein ganz anderes Miteinander, weil man sich auf einer ganz anderen Ebene miteinander unterhalten kann, wie wenn man bloß telefoniert und nicht so richtig direkt eine Ahnung davor hat.